Ja, ich bin Berlin besiegen, der Vizemeister Red Bull München 4:3 in ein sehr, sehr spannendes Spiel hier in der Mercedes-Benz Arena. Game Winner, der 93, Leo Vödel. Leo, wow, was für ein Spiel. Beginnen wir von vorne an. Deine Reihe, also du gemeinsam mit Shep und Nobi, sehr präsent. Was hältst du von den ersten zwei Toren von James Shep? Das war echt fast PlayStation-artig, wie er da durch die Münchner Abwehr getanzt hat. Ja, keine Ahnung, da braucht man gar nicht viel sagen. Gell? Das war einfach nur, ich glaube, ich und der Nöbi sind nur mitgefahren. Haben uns irgendwann, dann, wo er drin war, dann gedacht, okay, wow. Wir waren wieder mal short-benched. Also wie wichtig war es, dass wir diese Polster zumindest bis spät in den Spiel verteidigen konnten? Ich meine, letzten Endes, man will nicht Catch-up-Hockey spielen mit einem Short-Bank. Ja, das hat uns natürlich gut getan. Mein München ist so stark, da ist auch so eine 2-0-Führung nichts. Das weiß man, oder das wissen wir alle. Aber ich glaube, wir haben trotzdem ganz mutig weitergespult, haben unser Ding durchgezogen. Ja, dass sie zurückkommen, ist schade. Aber die sind einfach ja, nicht umsonst Erster, das merkt man dann. Aber wir haben nicht aufgeschlägt, haben immer weitergemacht und ja, am Schluss glaube ich nicht, auch nicht unverdient gewonnen. 30,1 Sekunden standen noch auf der Uhr. Frankie mit dem Shot, du mit dem Tipp und Siegestreffer. Hast du ein gutes Gefühl gehabt bei dem Tipp? Das sah selbstsicher aus, sehr. Also das war ein sehr, sehr guter Tipp von dir. Ja, es hat einfach perfekt gepasst. Ich wollte eigentlich schon den ersten Tipp haben von der anderen Seite, vom Kai, aber der dachte, er haut ihn lieber selber rein. Hat nicht geklappt. Und dass er dann direkt zum Frankie kommt, haben wir gedacht, ich stelle mir einfach nochmal hin, vielleicht probiert es der Frankie über mich und es ja, war ein perfekter Schuss. Ich habe ja, ein bisschen Glück gehabt, dass er mich so genau trifft und ja, bin sehr froh, dass er reingegangen ist. Sind wir auch. Ersten Spiel 2020 und das ist auch ein Sieg. Und an dieser Stelle von Leo und ich, frohes neues Jahr. Gutes neues. Dankeschön, Leo Vödel.